Ich habe jetzt was getrunken und hier geht ein heißes Thema umher, pro contra natürlich, ne? Dieses Selbstbestimmen aus den Augen, aus den Sinnen. Ich glaube, da mache ich eine kleine Serie mal wieder drüber fürs nächste Mal. Da ist wohl noch lange nicht alles drüber gesagt worden. Das ist für mich dann auch die Selbstbestimmung. Ich möchte mich selber bestimmen. Und da war gerade die liebe Windy. Darf ich mal dein. Ich bedanke mich bei Ja, Ihnen. gern. Ich komme noch mal zurück. Ich Gerne. komme noch mal zurück zu Ihnen. Ja, das ist ganz lieb. Da ist jetzt die liebe Windy. Der Wind ist blowing. Genannt Ella. Das ist ihr Name, Ella Bocheta Mahé. Aus den Augen, aus den Sinnen. Und ich tue selber bestimmen ja dann. Was kannst du dazu sagen? Naja, was ich dazu sagen kann, ist einfach, wenn ich merke, es geht in eine dunkle Richtung und ich, Merkt man das denn dann überhaupt? Merkst du es? ja, ich merke das schon, dass die Gedanken dann wirr werden, dass überhaupt Aber Gedanken wir da haben doch sind. Menschen hier, die merken es nicht. Sie leben einfach, sagen wir mal, da rein. Sie nehmen es nicht mehr wahr. Und dann habe ich immer das in mein Sehen, da ist ein Graben. Wie ein nicht wie Grand Canyon, so tief jetzt zwar nicht, aber der Graben entsteht. Dann sehe ich erst wie so ein Wasserlauf, so ein Fluss. Noch kein River, ein River ist größer, aber der Graben entsteht schon aus dem Sinn heraus, dass doch diese Menschen für sich selber bestimmen wollen, um nicht mehr diesen Weg zu gehen. Wuff, das habe ich aber gut umschrieben, oder? Super. Ja, danke schön. Tichila heißt danke. Ja, wenn ich ja merke, dass dieser Weg, den ich gehe, mir so viel Unbehagen bereitet, dann Ja, muss ich aber mich. ich habe ja Menschen hier, darauf will ich ja hinaus, die merken es ja nicht. Für die ist ja alles in Ordnung. Dann möchten Sie wahrscheinlich in dieser Dunkelheit bleiben. Für Das dich wäre jetzt. Dunkelheit, für mich in einer Selbstbestimmung bleiben. Ja. Und das ist ja schon wieder der dunkle Weg, richtig? Das wäre jetzt für mich die Schlussfolgerung. Ganz Also, genau, ja. richtig. Das würden andere Menschen da draußen sagen, ja, aber ich muss doch für mich selber entscheiden können. Das ist ja gerade das Pudels Kern, ihr Lieben. Ihr entscheidet ja nicht für euch selber, sondern das Dunkle entscheidet ja für euch. Durch die Gedanken und durch die Handlungen, auch durch die Gefühle. Weil die Geister tun dich bestimmen, die Doppel tun dich bestimmen. Na, das ist auch mal ein gutes Thema. Dämonen tun dich bestimmen. Außerirdische Wesen, also dunkle Wesen, tun dich bestimmen. Da frage ich mich, wo bestimmst du selber? Gar nicht. Aha, Man bestimmt okay. gar nicht selber. Man denkt nur, man bestimmt Ja, aber wenn selber. ich doch den Gedanken schon wieder habe, Genau. ich kann selber für mich denken, ich kann selber für mich bestimmen, dann ist es doch schon dunkel. Ganz genau. Aber dann kommst du doch gar nicht aus dem Kreislauf raus. Nein. Ja, dann will doch der Mensch da gar nicht raus. Dann will der Mensch doch hier bleiben, hier in dieser Schwingung bleiben. Das ist die Schlussfolgerung, würde ich jetzt so sehen. Und Richtig, genau. wenn ich merke, das ist nicht der Weg und ich weiß aber, es ist jemand da, der mir den Weg zeigen kann, dann kann ich ja auch aufhören, selbst zu bestimmen und besinne mich und höre vielleicht nach anderen Sinnen. Weißt du, da gibt es, ich Ich glaube, weiß nicht, ja. das ist ein Kreislaufverfahren, ne? Und aus den Augen heißt ja dann, ich nehme es nicht mehr wahr. Aus den Augen raus, ich nehme es nicht mehr wahr. Aus dem Sinn heißt ja aus den Gedanken raus, aus dem Gefühl raus. Darum habe ich ja am Anfang gefragt, was ist ein Sinn? Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens heißt doch, dass man besser wird, dass man freundlicher wird, dass man liebevoller wird. Dafür seid ihr ja alle zu mir gekommen, dass ich euch einen Weg zeigen kann. Ihr seid ja aus einem alten Leben gekommen, wo ihr ja gelebt habt. 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre, ist egal wie lange. Und jetzt wolltet ihr ja hier einen neuen Abschnitt anfangen. Aber die Menschen da draußen machen das ja auch nicht. Das würde für mich wieder ergeben, dass sie es nicht wollen. Genau. Weil die Möglichkeit haben sie ja. Also ist der Graben da. Ja, der Weg ist da, du hast
für alles eine Möglichkeit, etwas zu ändern. Mhm. Und wenn es nicht genutzt wird, dann wollen sie es nicht. Eine Schülerin von mir sagte einmal, wo ein Problem, da eine Lösung. Und das habe ich für heute mitgenommen, immer wieder. Weil ich hatte ja auch gute Zeiten mit dieser Schülerin, ist schon Jahre her. Mhm. Ja. Mhm. Möchte jemand noch etwas berichten, sagen? Ja, das ist die liebe Nakana. Ich komme dir entgegen. Es leuchtet grün. Es leuchtet grün. Ja. Nein, Schatz, das ist orange für mich. Ja. Das orange. Mikrofon ist orange, deins ist orange. Und meins ist Flieder. Ja, Flieder ist auch schön. Hm? Ne? Jetzt kriegst du meins nicht. Nein, die liebe Nakana nein. haben wir hier. Hm? Ja, bei mir ist das so mit dem Sinn. Der Sinn war ja schon, wo ich inkarniert war. Ne? Ich hatte Richtig. Mich entschieden, hier zu inkarnieren. Richtig, ne? Genau. Mit einem bestimmten Ziel, mit einem bestimmten Sinn. Ne? Genau. Sonst wäre ich ja gar nicht hier, wo ich jetzt sitze. Genau, ne? Richtig. Das, ja. das macht ja den Sinn, jetzt diesen Weg gegangen zu sein, so wie ich ihn gegangen bin, um hier zu sein. Richtig, ne? Genau. Und weiterzugehen. Damit ich jetzt hier neben dir sitze mit dem orangefarbenen ja, na, so, ne? Und das ist ja eine Entscheidung jeden Tag, ne? So ja. wie er sagt. Und der Engel, der entscheidet ja nicht für uns. Er lässt Nein. uns ja den freien Raum. Wir können, wir sind frei. So frei. Ihr seid so frei, dass für euch jemand entscheidet. So frei seid ihr. Na, wenn ich auf dich höre. Nee, hat ja mit mir jetzt ja, nichts zu tun, ne? Hm? Nee, da beißt sich die Schlange in Schwanz rein, da ne? Kommt sie an. Ja, na, das ist ja meine tägliche Aufgabe, dass ich da nicht drauf höre, ne? Ja, ja. Das wäre ja mal ja. vom Vorteil, und ne? Wenn alles, hast du ja gesagt, was sich nicht gut anfühlt, ne? Ja. Alles, was nicht richtig ist, das ist ja dann dunkel. Meistens. Nach meinem Wissen, nicht von deinem Wissen. Ich habe ja von mir gesprochen. Ich rede nur aus meiner Erfahrung, ich rede nur von meinem Wissen, von meiner Führung. Und das versuche ich dann an dich weiterzugeben. Ob du es dann für dich so siehst, siehst du? Das ist es ja. Oder du willst es so. Und wenn du es ja willst, und man hat ja Menschen, die wollen es ja nicht, dann muss ich sie da stehen lassen. Egal wer, egal wo, ich kann nichts tun, dann wollen sie sich nicht verändern. Sie wollen nicht die ganze Wahrheit sehen, erkennen, dass es dunkel ist. Ja, sie wollen da bleiben. Ne? Wie gesagt, wenn nicht, mache ich mich auf den Weg und suche wieder einen neuen Sinn. Genau, ja. richtig, genau, richtig, so. Ja. Ich glaube, ich mache mal eine kleine Pause, ihr Lieben. Jetzt muss ich auch mal was trinken.